Robert, kennen Sie gut Derek Chisora? Na, was ist gut? Was heißt gut? Ich habe ein paar Kämpfe gesehen, so nur ein paar Runden von mir. Ich weiß ungefähr, wie der Typ ist. Er kommt viel an und schlägt viele Haken. So. Ist ein bisschen so wie vielleicht wie Samuel Peter, glaube ich. Das ist schwerste Gegner als zum Beispiel Samuel Peter, oder? Ich glaube, die sind ein bisschen so ähnlich, glaube ich. Also so, weil die kommt viel an, so wie ein Zug. Ich denke überhaupt nicht von ihm. Ich habe jetzt diesen Kampf und danach denken wir auf Dimitrenko. Kennen Sie vielleicht polnische Boxer Tomasz Adamek? Ja, ich weiß, wer es ist, aber ich glaube, ich habe nicht diesen letzten Kampf gegen Klitschko, aber war nicht. Ne. Aber hast du gesehen, diesen Kampf gegen Klitschko? Also ein paar Runden nur habe ich gesehen. Aber was sagst du? Er hat gar nichts machen. Mir ist egal, ich habe jetzt nur Derek Chisora im Kopf. Ich kann nichts vom anderen denken jetzt. Ja. Wohnst du hier in Berlin? Ja. Mit der ganzen Familie? Ja, ja. Frau und? Und zwei Kinder. Zwei Kinder, wie alt? Kinder? Drei und zwei. Drei und zwei, das ist Mädchen und? Mädchen und Junge. Und Junge, ja. Ja. Ah, so. Und wie lange wohnst du hier in Berlin? Jetzt seit drei Jahren. Seit drei Jahren. Hier ist besser als Finnland zum Beispiel. Also Training ist auf jeden Fall besser. Man hat gute Trainingskumpels und alles so. Aber natürlich nach meiner Karriere will ich zurück nach Finnland. Natürlich. Willst du mit Klitschko treffen? Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Aber mit welchem Klitschko? Egal. Egal, welche. Aber denkst du, welcher Klitschko besser? Wladimir oder Vitali? Die sind ganz gleich beide. Ich denke nicht, wer ist besser. Ich denke nur auf Weltmeisterschaften. Aber das musst du gucken, wann die Zeit ist. So, okay. Danke.